Guten Tag, vielen Dank für Ihre Teilnahme heute. Heute ist die 12. Sitzung des Vertiefungskurses. Okay. Ja, heute ist die 12. Sitzung des Vertiefungskurses. Das ist auch die vorletzte Sitzung des ganzen Kurses. Ich mache mein Fenster zu, das ist zu laut. Das heißt, wir haben vor Ihrer Klausur noch eine Sitzung nächste Woche. 7.7. ist die letzte Sitzung des ganzen Kurses. Und danach, nach der Information von Herrn Imbeciadoli. Das heißt, Klausur findet am 21. Juni statt. Juli, Entschuldigung, Juli. Und dann übernächste Woche machen wir frei und für Ihre Vorbereitung. Okay. Und wir schreiben eigentlich eine Klausur für die beiden Kurse. Der Kursinhalt wird zusammengeprüft. Ja, das ist eigentlich so. Okay. Wie gesagt, die letzten zwei Sitzungen sind für Indo-Iranisch, was für die Indogermanistik eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Einige von euch werden vielleicht später Sanskrit lernen. Und Sanskrit ist eigentlich eine sehr komplizierte Sprache. Aber andererseits, das ist auch sehr wichtig für die vergleichende Sprachwissenschaft, für die indogermanische Sprachwissenschaft. Die Grammatikstruktur und Wortschatz und Morphologie. Ich habe schon gesagt, das ist kompliziert, aber andererseits auch sehr ähnlich wie die Grundsprache. Okay, das ist okay. Heute ist die erste Sitzung. Ich habe eigentlich so geplant, und die Sitzung heute ist für Indisch. Ja, Sie haben schon gesehen, das heißt Indo-Iranisch. Es gibt eigentlich noch ein Dritter, aber nicht so wichtig. Und wichtig ist eigentlich die zwei, nämlich die indische Familie oder der indische Zweig und dann noch Iranisch. Und bei Indisch habe ich schon gesagt, das ist eigentlich Sanskrit. Und bei Iranisch haben wir eigentlich hauptsächlich zwei, Avestisch und Altpersisch. Es gibt natürlich noch eine dritte oder sogar vierte, aber das ist leider in Bezug auf die Texte, Materialien eigentlich nicht vergleichbar mit Avestisch und Altpersisch. Die zwei sind viel wichtiger. Okay, deswegen. Und für die Sitzung nächste Woche werden wir zusammen Avestisch und Altpersisch besprechen. Okay. Und heute ist für Indisch. Okay. Und Indisch, es gibt auch einige Namen wegen Termini. Das heißt Indisch, und wir haben noch einen Name, heißt auf Englisch, ja, Old Indo-Aryan, und das ist abgekürzt als OIA. Okay. Und es gibt natürlich Indo-Aryan. Ja, das ist nur die Namen.
Okay. Und dann Indisch, meine ich hier eigentlich Altindisch. Ja? Natürlich Hindi und Marathi und Entschuldigung. Und die moderne indische Sprache sind natürlich auch Indisch. Aber hier, was ich meine mit Indisch, ist eigentlich Altindisch. Ja? Und Altindisch ist quasi synonym wie Sanskrit in einer. Ich mache mein Fenster zu, draußen ist zu laut. Es gibt viel Bauarbeit. Okay. Ja, wieder zurück zur Terminologie. Das heißt, Indisch verstehen wir hier Altindisch. Und Altindisch, anders gesagt, das ist Sanskrit. Und Sanskrit ist natürlich eine Ober. Moment. Sanskrit ist natürlich ein Ober. Übergreifend Oberbegriff. Und bei dieser Kurs oder für die Indogermanisten oder für die Sprachwissenschaftler wichtig, viel wichtiger ist die älteste Stufe des Altindisch oder des Old Indo-Aryan, ja? Nämlich Vedisch. Ja? Das ist so. Okay, das ist ja. Ja, deswegen das Thema heute ist das Vedisch, nämlich die älteste Stufe des Altindisch. Okay. Zu Indisch schauen wir mal vielleicht zuerst zwei Bilder. Das ist eigentlich ein direkter Eindruck. Okay. Auf der linken Seite finden Sie Handschriften, ja. Und in einer für einige von euch unverständliche Schrift, ja. Das ist natürlich eine indische Schrift. Wir nennen diese Schrift als Brahmi. Das ist der Name, ja, Brahmi-Schrift. Okay. Und Brahmi ist aus der Gottesname oder Brahman. Brahmi ist sowieso ein indischer Name. Okay. Und ja. Und das ist unsere Rigveda. Ja. Das heißt Vedisch. Das Wort Vedisch stammt aus Sanskrit-Wort Veda. Ja? Und Veda bedeutet eigentlich Wissen. Bedeutet Wissen. Okay. Und warum heißt das Vedisch? Weil die erste Textkorpora des Altindisch sind eigentlich die sogenannte vier Veda oder vier Veden. Und für uns, für Sprachwissenschaftler, besonders wichtig oder viel wichtiger als die andere ist sogenannte Rigveda. Ja? Rigveda. Und Rigveda ist ein Kompositum, stammt aus Rig oder Rich, das heißt Gedicht, und Veda, Wissen. Das ist so. Das ist eigentlich eine Handschrift des Rigvedas. Diese Handschrift ist eigentlich sehr spät. Sie haben schon gesehen hier. Moment. Ja, Rigveda Samhita, das ist aus Indien, früh 19. Jahrhundert. Das heißt, das eigentlich
Man kann sogar moderne Handschriften sagen. Okay. Und ja, sie bekommen jetzt nur einen Eindruck der Handschrift einerseits und andererseits des Texts. Sie haben hier vielleicht, ich denke, Sie können dieses Bild gut sehen. Es gibt eigentlich zwei Farben. Schwarz hauptsächlich. Und dann zwischen den Zeilen haben wir rote Markierung. Ja? Das ist hauptsächlich zwei Farben. Okay. Und dann, wie kann man sagen, ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich von der griechischen Handschriften, von der deutschen oder germanischen, gotischen Handschriften und so weiter. Ja, das sieht so aus. Okay. Wir werden später genauer erklären. Sie bekommen jetzt nur einen Eindruck. Okay, und das zweite Bild haben Sie auf der rechten Seite gesehen. Das ist sogenannte die Ashoka-Inschriften. Auf einer Säule. Ja, das sieht so aus. Und hier haben wir eigentlich eine, wie kann man sagen, Abschrift, ja, der Inschrift. Das sieht so aus. Wir haben wiederum eine Schrift, sieht anders als die auf der linken Seite. Beide sind Brahmi-Schrift. Nur die Schrift auf der rechten Seite in Ashoka-Inschriften, das ist die früheste Stufe. Ja. Und diese Inschrift, man kann bis dritte, ich denke, ins dritte oder zweite Jahrhundert vor Christus datieren. Ja. Deswegen diese Inschrift, was wir gesehen haben hier, ist ungefähr 2000 Jahre früher als diese Handschrift hier. Und wir haben natürlich auch frühere vedische Handschriften, aber die frühesten, denke ich, nur bis 13. oder 11. Jahrhundert. Ja, das ist trotzdem sehr spät verglichen mit der Ashoka-Inschriften hier. Ja, das ist natürlich einerseits auch sehr verständlich. Die Steine, die Säulen sind natürlich stabiler, viel stabiler als Papier oder als Handschriften auf. Weil ursprünglich gab es keine Papier. Wir haben eigentlich nur sogenannte Palmblätter Handschriften. Das ist aus Pflanze produziert. Ich denke, Handschriften. Ja, das sieht so aus. Ja, das sieht so aus. Palmblätter, Handschriften, ja. Und wir haben auch Rinderbirken. Ja, das ist auch Birken, Entschuldigung, Birkenhinde-Handschriften. Moment. Ja, das ist eine andere Art von Handschriften. Es ist auch buddhistische Handschriften. Ja, ich mache vielleicht ein bisschen größer. Okay. Die Internetverbindung ist leider nicht so gut. Ja, das sieht so aus. Ja, das ist auch eine frühere Handschrift. Das ist diese ist eigentlich sehr früh. Man kann bis 1. Jahrhundert vor Christus oder spätestens 2. Jahrhundert nach Christus. Ja, das ist sehr früh. Aber die Schrift ist andere. Ist eine andere Schrift. Das nennen wir als Kharoshthi-Schrift. Ja, das ist eine andere Schrift. Okay.
Das ist ungefähr so. Ja, Sie bekommen zuerst einen Eindruck und dann kommen wir zu der Sprache. Und vielleicht zuerst ein bisschen zur Chronologie. Das heißt, wie alt ist die vedische Sprache und so weiter. Ja. Und einen kurzen Überblick oder eine kurze Darstellung finden Sie im Buch von Das ist die Grammatik von Gautreau. Wir werden später auch genauer besprechen. Okay. Auf Seite 7, ja, Anfang, Kapitel 0, ja, haben wir die wichtige Information. Das heißt, the oldest forms are preserved in the language of Rigveda. Ja, ich habe gerade schon erwähnt, das ist Rigveda. Die Handschrift ist zwar ziemlich spät, aber die Sprache ist früher. Ja. Das heißt, wir können jetzt selber Homer Ilias kopieren und schreiben, ja, kopieren. Was wir geschrieben haben, was wir kopiert haben, ist natürlich sehr neu, ja, 2021. Aber der Text Homer Ilias ist natürlich früher, 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 ja, vor 2500 oder ja, 2500 Jahre. Ja. Okay, die Sprache von Rigveda und die Abkürzung heißt RV oder RV, Rigveda. Und das ist ungefähr 12. Jahrhundert vor Christus. Man kann, manche Leute haben vielleicht ein bisschen früher vermutet, zum Beispiel 1500 oder 1500. 100, ja, 1500. Aber Gautreau meint, das ist 1200 vor Christus. Und da haben wir noch eine Veda. Ich habe schon gesagt, es gibt eigentlich vier Veda. Und ein anderer Veda heißt Atharva Veda, später. Und dann haben wir auch vedische Mantras. Mantra heißt quasi wie Zaubersprüche. Zaubersprüche. Und Mantra ist natürlich Sanskrit-Wort. Ich bin nicht sicher, ob das Wort Mantra auch in Deutsch oder in Sanskrit oder ja, wir haben eigentlich das Wort Mantra auch im deutschen Lexikon. Und ich denke auch in Englisch. Ja? In Englisch haben wir das Wort auch Mantra. Das ist ursprünglich natürlich Sanskrit-Wort. Ja. Bedeutet, Statement or Slogan repeated frequently or a word or sound repeated in meditation. Das ist eigentlich ursprünglich wie Zaubersprüche. Das ist später, 1000 vor Christus, 1000 Jahre vor Christus. Okay, und da haben wir noch eine Stufe, heißt Brahmana. Ja. Das ist eine dritte Veda, heißt Yajur Veda. Okay. 8. Jahrhundert vor Christus und so weiter. Ja. Das heißt, die vedische Sprache ist eigentlich eine der frühesten bezeugten Kopocha, der indogermanischen Sprache. Ja, wir haben alt, deutsche Texte, wir hatten gotische Texte. Entschuldigung. Germanische Sprache ist gleich alt wie Indo-Iranisch. Aber was wir jetzt haben, das ist spät. Die Handschriften von Althochdeutsch oder gotische. Das ist viel später als vedische Sprache. Ja, das ist so.
Okay, dann kommen wir vielleicht zu einer Übersicht über die vedische Literatur. Es gibt wirklich zahlreiche vedische Literaturen. Und wichtig sind, wie gesagt, die vier Veda, oder das vier Veden. Erste heißt Rigveda. Ich mache vielleicht ein bisschen größer. Ja, erste heißt Rigveda, wir haben gerade schon gesehen. Und dann zweite heißt Samaveda und dritte heißt Yajurveda und vierte heißt Atharvaveda. Und Atharvaveda ist besonders interessant, weil wir im Atharvaveda sehr viele sogenannte magische oder medizinische oder Zaubersprüche haben. Ja, das ist eine interessante Sammlung. Okay. Und dann zur Textkategorien. Die früheste Sammlung nennen wir als Samhita. Schreibe vielleicht hier. Wir haben zuerst Samhita-Texte. Ja? Und dann haben wir sogenannte Brahmana. Und da haben wir noch eine sogenannte Aranyaka und Upanishaden und Shlokasutra und so weiter. Es gibt eigentlich unterschiedliche Kategorien. Und Samhita ist normalerweise früher als Brahmana. Ja. Und besonders die sogenannte Rigveda Samhita. Und Samhita heißt eigentlich Sammlung. Ja. Das heißt eigentlich Sammlung. Zusammengesetzt. Ja. Und Brahmana, das kann man eigentlich schwer übersetzen. Okay. Aber Samhita heißt Sammlung. Das ist die Strophe oder die Dichten oder Gesängen wurde zusammengesetzt zusammen. Und heißt Sam heißt zusammen und Hita heißt gesetzt, gelegt. Das ist so. Okay, Sie bekommen eigentlich nur einen Eindruck, dass eigentlich vier Veda gibt. Wenn Sie die anderen Namen, zum Beispiel Sama oder Yajur, nicht den Kopf haben können, aber bitte dieser erste sogenannte Rigveda, das ist sehr wichtig. Merken Sie sich bitte, ja, Rigveda. Und dann, es gibt auch Kategorien, ja. Und diese erste Kategorie ist sehr wichtig, heißt das Samhita, ja. Okay. Ja, vielleicht zwei Wörter. Erste heißt Rigveda, im Kopf halten. Und dann zweite, Samhita, heißt eine Sammlung, ja. Das ist so. Okay. Dann kommen wir vielleicht zur Sprache und Sprachwissenschaft. Das heißt, wir haben heute eigentlich drei Themen. Erste möchte ich die wichtigen Literaturen ein bisschen vorstellen. Das ist wie früher. Und danach lesen wir diese Texte. Vielleicht nur die erste zwei Zeilen. Okay? Oder ja, erste zwei Zeilen. Und dann schauen wir mal zusammen die Ashoka-Inschriften. Die beiden sind wirklich sehr wichtig. Okay. Okay, und wichtige Literaturen und zu Text haben Sie, wir haben gerade eine Übersicht gesehen, ja, das ist schon genug. Und für Rigveda, ja, wir konzentrieren wir uns eigentlich jetzt auf Rigveda. Ja. Und für Rigveda haben wir natürlich sehr gute Textausgaben. Das ist von Theodor Aufrecht, ja, Aufrecht. Und das ist eigentlich schon ziemlich früh, zweite Auflage 1877. Und bis heute immer die Standardausgabe. Schon über 140 Jahre alt, ja, oder 130 Jahre alt. Es gibt zwei Bände.
Das ist der erste Band. Und Sie haben schon gesehen, erste Teil Mandala, 1 bis 4, 1 bis 6. Ja. Und Mandala ist natürlich auch ein Sanskrit-Name. Und wir übersetzen Mandala vielleicht als Buch. Ja. Es gibt eigentlich 10 Bücher in diese ganze Rig Veda. Aber wir schauen mal vielleicht dieser Inhalt. Ja, das ist Lik Samhita oder Lik Veda Samhita. Und wie gesagt, es gibt 10 Bücher. Und was wir hier sehen, das ist aus dem ersten Buch und erst Hymnos. Ja, erst Hymnos. Und die ein Hymnos, in ein Hymnos gibt es einige Strophen. Ja, das sieht so aus. Erste Strophe, zweite Strophe, dritte Strophe, vierte, fünfte und so weiter. Ja. Die Zahl der Strophen kann sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel bei erster Hymnos gibt es 9 Strophen. Und bei zweiter gibt es auch 9, aber dritte gibt es 12. Okay. Und danach gibt es wieder 10 und so weiter. Ja, das ist eigentlich nicht so regelmäßig. Ja, okay. Ich lese ein bisschen und dann bekommen Sie vielleicht einen Eindruck wieder. Ja. Agnin ire purohitam yajnasya devam ritvijam hotaram ratra datamam agnih purvebih lishibih idyo nutanai uta sa devan eha vakshati und so weiter. Das ist ungefähr so. Ja, natürlich finden Sie auch Videos oder Audios der Rezitation von Rig Veda in YouTube, im Internet. Ja. Wenn Sie Interesse hätten, dann können Sie vielleicht selber ein bisschen probieren. Ja. Das heißt, suchen Sie Rig Veda Recitation. Ja, dann haben Sie einige Videos auf Internet. Ja. Wenn Sie Interesse hätten. Ja, das ist so. Okay, das ist Text da. Und wir haben natürlich jetzt eine digitalisierte Version. Das finden Sie auf dieser Seite. Sogenannte ja, Linguistics Research Center von University of Texas at Austin. Ja. Finden Sie hier Buch 1 bis Buch 10 und Hymnos 1 bis Hymnos 191. Ja. Und das ist unsere Texte. Ich habe eigentlich gerade kopiert. Ja, das ist okay. Das haben wir hier. Und inhaltlich können wir vielleicht auch zusammen, jetzt ganz kurz. Ja, Agni rufe ich an als der Vorangesetzte und als Gott und als rechtzeitig opfernd und so weiter. Das ist sehr religiöse und manchmal sehr formelhaft. Ja, das ist so. Okay, das ist zu Text und dann zu Lexika. Zu Lexika, wir haben natürlich zwei Kategorien. Und erste ist für Bedeutung. Für die Bedeutung der einzelnen Wörter benutzen wir sogenannte Grassmann-Wörterbuch zum Rig Veda. Okay. Und ja, Grassmann-Wörterbuch. Das Wörterbuch sieht so aus. Ja, das sieht so aus. Okay. Und Grassmann ist wirklich eine interessante Person. Hermann Grassmann. Ja. Er ist eigentlich nicht nur ein Indologe, er ist auch ein Mathematiker und Physiker und noch ein Sprachwissenschaftler. Das ist wirklich interessant. Er ist eigentlich der Begründer der Vektor- oder Tensorrechnung, nämlich Linear Algebra.
Er ist eigentlich Begründer. Ich weiß nicht, ob hier genaue Erklärung, ja. Ja, er ist eigentlich ein sehr kluger Mensch. Und nicht nur für Liquida, für Sprachwissenschaft, sondern auch für Physik oder Mathematik ist er sehr wichtig. Ja, das ist so. Okay, das ist sein Wörterbuch. Ja. Wir können vielleicht ein bisschen zusammen, ein bisschen probieren. Das ist. Ah, Internetverbindung heute ist leider nicht so stabil. Tut mir leid. Ist das Problem mit dieser Seite oder ich bin nicht sicher, ist es mit dieser Seite oder ist ein bisschen komisch. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Das ist das Wort Agni und Agni bedeutet Feuer und auch Gott des Feuers. Nun klicken wir hier. Ja, das ist leider kein gutes Scan. Ja, das Wörterbuch sieht so aus. Ja, hier haben wir Agni und das Feuer und so weiter. Und was hat Grassmann gemacht? Er hat alle Belege. Feuer und Feuergott ist ein sehr übliches Wort. Er hat alle Belege aufgelistet und Agne, Agnes, Agnim, Agnina und so weiter. Ja. Das heißt, der Stamm heißt Agni und E, Is, Ina, Aje, die sind die Endungen. Das ist ein Substantiv und es gibt verschiedene Kasus. Und ja, er hat alle Kasusformen registriert, aufgelistet hier. Okay, das ist sein Wörterbuch. Okay. Okay, und dann als Sprachwissenschaftler benutzen wir natürlich auch etymologische Wörterbücher. Und das wichtigste etymologische Wörterbuch ist von ist von Manfred Meyerhofer. Das heißt etymologische Wörterbuch des Altindoarischen. Es gibt insgesamt drei Bände dieses Wörterbuch. Und die ersten zwei Bände sind für die ältere Stufe. Das heißt vedische Sprache. Okay. Und der dritte Band ist für jüngere, nämlich klassische Sanskrit. Ja, wir haben gerade schon gesehen aus der Grammatik. Das heißt, was wir hier, was wir gerade besprochen haben, das ist eigentlich vedische Sprache, die ältere Stufe. Rig Veda und Atharva Veda, Vedic Mantras und Brahmanas. Ja. Und das heißt, bis 5. Jahrhundert, von 13. Jahrhundert vor Christus bis 5. Jahrhundert vor Christus, das ist eigentlich die sogenannte Vedic oder vedische Sprache. Okay. Und dann die spätere Stufe. Nennen wir es klassischer Sanskrit oder auf Englisch Classical Sanskrit. Das ist nach 4. Jahrhundert vor Christus. Okay. Das ist klassischer Sanskrit. Wir haben an der RMU eigentlich zwei Arten Sanskrit-Kurse. Und bei uns, bei der Indogermanistik lernen Sie die vedische Sprache. Aber wenn Sie klassische Sanskrit oder für indische Literatur, andere indische Literatur interessieren, dann können Sie bei der Indologie Fakultät, ich denke Fakultät 12, oder?
für Kulturwissenschaft, ja, dann können Sie bei der Indologie klassische Sanskrit lernen. Ja. Okay, das ist so. Ja, das ist, Moment, ja, das ist die, ja, das ist das etymologische Wörterbuch des Altindoarischen. Wir benutzen dieses Wörterbuch sehr häufig, wenn wir vedische Texte lesen. Ja, das ist so. Okay, das ist für Lexika. Und dann Grammatik. Grammatik haben wir eigentlich früher auch schon erwähnt. Wir benutzen hauptsächlich die Grammatik von Toshi Fumiko To 2013. Es gibt natürlich auch andere Grammatik, frühere. Sie haben schon gesehen. Eine ist vom McDonnell, heißt Vedic Grammar, 1910. Und dann noch eine heißt Altindische Grammatik. Das ist von Wagner und der Brunner, auch sehr früh. Und dann noch eine von Whitney, Sanskrit Grammar. Das ist eigentlich für klassische Sanskrit. Okay. Und wir haben natürlich auch französische Version von Louis Henault, Grammaire Sanskrit. Ja, das ist auch ein bisschen früh. Okay. Und deswegen die Grammatik von Gautreau ist wirklich aktualisiert und sehr wichtig. Wir benutzen diese Grammatik. Okay, ich denke, das ist vielleicht genug für das erste Thema, Literaturen. Okay, und jetzt kommen wir zur zweiten Thema, nämlich Lektüre von Rigveda. Das ist so. Okay. Wir lesen direkt aus Handschrift, aber ich muss natürlich zuerst euch zeigen, wie funktioniert die Schrift. Ja? Okay, und für diese Schrift benutzen wir natürlich auch Schrifttabelle. Schrifttabelle habe ich schon in Dropbox hochgeladen. Das ist eine Datei, das ist unsere Dropbox, ja. Das ist unsere Dropbox. Und ich habe eine Datei, heißt Bühler Grundriss, heißt indische Paläographie, Tafen. Ja, das ist diese Datei. Okay. Und in dieser Datei, ich zeige euch, ja, das ist eine sehr berühmte Reihe, heißt der Grundriss der indoarischen Philologie und Altertumskunde. Und dieser Band, und das ist auch sehr früh, ich denke, ja, das ist 1896. Ja. Und dieser Band ist für indische Paläographie, nämlich die indische Schriften. Okay. Und zuerst kommt die sogenannte Kharoshthi-Schrift. Ja. Ich mache vielleicht ein bisschen größer. Ja. Das ist sogenannte Kharoshthi-Schrift. Ja. Das haben Sie eigentlich gerade im Moment. Sie haben gerade schon gesehen. Ja. Das ist die Kharoshthi-Schrift. Das ist nicht unser Thema heute. Ich möchte nur euch zeigen, dass eigentlich in Indien, in der Antike, nicht nur eine Schrift und verschiedene Schrift existierte. Und sogar für die Serberschrift, für Brahmi-Schrift, haben wir auch Varianten. Ja? Das ist die spätere Version und das ist die ältere oder die älteste Version der Brahmi-Schrift. Okay. Und jetzt, das ist in seinem Buch, erste Teil ist für die Kharoshthi-Schrift. Ja. Sie haben schon gesehen, das ist sehr früh, vielleicht 4. Jahrhundert vor Christus bis 200, bis 200. 200 nach Christus. Das ist eigentlich sehr früh. Ja. Und es sieht so aus. Ja. Das ist die Buchstaben und dann auf der nächsten Seite, das ist die
Transkription, ja, das ist so. Oder Transliteration, ja, das sieht so aus. Okay. Und wir haben schon gesehen, das heißt, Blachmi-Schrift ist eigentlich kein Buchstabenschrift. Ja. Wir haben eigentlich in andere Sitzungen, zum Beispiel bei Giechisch, haben wir zusammen Linie B analysiert. Und damals habe ich erwähnt, Linie B-Schrift ist eigentlich eine serbische Schrift. Ja. Das heißt, ein Zeichen steht für eine Silbe. Okay. Und eine Silbe bedeutet Konsonant plus Vokal. Ja. Nicht ein bloßes Konsonant, das ist eine Kombination. Eine Silbe ist eine Kombination von Konsonant und Vokal. Ja. Und bei Blachmi-Schrift, das ist auch so. Ein Zeichen ist eigentlich eine Silbe. Okay. Und eine Silbe ka, kha, ga, ga, cha, cha, ja, ja und so weiter. Das heißt immer mit einer auslautenden Vokal. Und natürlich können die Vokal anders sein. Und das ist für K und wir haben auch Ki, Ke, Ko, Kla, oder ja. Und ich denke auch für A oder für O, Entschuldigung. Ja, das ist ja, das ist Pa, Pe, Pam und Pra, Pu und so weiter. Ja, das ist immer eine Silbe. Ja, ein Zeichen ist ein Silbe. Ja, das ist so. Okay. Und dann, das ist die sogenannte Blachmi-Schrift für Ashoka-Inschriften. Ashoka-Inschriften. Das ist so gesagt, wie gesagt, auch sehr früh, 4. Jahrhundert vor Christus. Ja, okay, das sieht so aus. Ja, wir werden später mit dieser Tafel die Inschriften genauer analysieren. Ja, das sieht so aus. Ja, okay. Und jetzt, das ist so. Ja. Und danach haben wir auch andere Arten von Blachmi-Schrift. Ja. Das ist wiederum eine Art Blachmi-Schrift und geht's weiter. Das ist wiederum eine Art. Und hier schauen Sie, das ist 800 bis 1200 oder 800 bis 1200 nach Christus. Ja, das ist sehr spät. Ja, das sieht so aus. Okay. Und für unsere Schrift, wir können, schau mal, ja. Und diese Datei ist eigentlich nicht so praktisch, weil die Transcription und die Zeichen auf zwei Seiten geteilt. Das ist ein bisschen umständlich zu benutzen. Umständlich zu benutzen. Wir können eigentlich auf Internet, es gibt eine sehr nützliche Website. Ja. Das heißt, diese Seite heißt Omniglot. Sie finden in dieser Seite sehr, sehr viele Schriften oder Schreibsystem. Okay, und das ist für Blachmi. Wir können später auch benutzen. Okay, und für diese Version von Blachmi sollen wir eigentlich eine spätere Tab spätere Tafel benutzen. Okay. Okay, ich zeige euch eine, vielleicht eine spätere Version. Das können wir eigentlich
Ich zeige euch. Moment. Das können wir. Das können wir. Moment. Komisch. Ja. Wir können eigentlich eine Sanskrit-Grammatik benutzen. Ja, das ist aus. Moment. Das ist eigentlich eine Sanskrit-Grammatik für klassische Sanskrit. Auch von Meyerhofer. Ja, auch von Meyerhofer. Okay. Und hier finden wir. Ja. Ja, hier finden wir eine Schrifttabelle. Sieht so aus. Dann Transkription habe ich auch hier. Ich kopiere zuerst. Das heißt, wir schauen mal zuerst die Buchstaben oder die Schrift und dann kommen wir zur Textinhalt. Okay, das ist so. Ich mache so. Und ja, machen wir so. Ja. Das sieht so aus. Ja. Okay. Und der Text fängt eigentlich von hier an. Hier. Mit rote. Wie kann man sagen, eine rote Linie, eine rote Strich, okay, markiert. Und das erste Wort soll ich vielleicht ein bisschen größer machen. Ja, das sieht so aus. Ja. Das erste Wort heißt Agnim. Ja, ich markiere. Das ist dieses erste Wort. Okay. Ich markiere vielleicht von oben, weil unten haben wir schon Markierung. Okay. Und das erste Wort heißt Agni. Ja. Und Agni, das erste Zeichen hier, das ist das erste Zeichen. Das ist A. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja. Okay. Das ist ein A-Zeichen. Okay. Und dann haben wir eine Gni. Ja, und hier, das ist eine Ligatur, das ist Gni. Und I ist eine Strich oben. Okay. Das heißt, die Logik der Schrift ist, wir haben zuerst ein Basiszeichen. Und dann, und Basiszeichen immer mit A-Vokal. Wenn wir andere Vokal benutzen oder schreiben möchten, dann benutzen wir eine sogenannte, wie gesagt, eine Ligatur oder eine zusätzliche Strich oder zusätzliche Zeichen. Das heißt, zuerst ein Basiszeichen, Ka, Cha oder Ja und so weiter. Das ist Basiszeichen, immer mit A-Vokal. Wenn wir Ki, wenn wir zum Beispiel Ki schreiben, dann schreiben wir eine Strich oben. Ja, das ist ungefähr so. Ja, das ist die Logik. Okay. Oh, Sie finden auch die Erklärung. Moment. Was habe ich? Sie finden die Erklärung auch auf dieser Seite. Ja. Schau mal. Ja, okay. Das ist Brahmi-Schrift aus ja, die älteste Version. Und Sie haben schon gesehen, Moment, ich markiere. Das ist Basiszeichen. Ja, das ist Basiszeichen, heißt K. Und dann, das ist Basiszeichen, heißt K. Okay. Wenn wir langes A, nämlich K schreiben, dann benutzen wir einen Strich nach rechts. Ja? Das ist eine zusätzliche Markierung. Okay. Und dann, wenn wir Ki schreiben, dann benutzen wir diese Markierung hier.
dieser Strich. Das heißt, zuerst nach rechts und dann nach oben. Okay, wenn wir langes I, Ki, schreiben möchten, dann das ist die Markierung. Okay. Und dann Q, das ist unten. Ja? Und langes U, unten zweimal. Und dann Kri, das ist eine spezielle Vokal in Indisch, in Sanskrit. Okay. Und dann für Ke schreiben wir einen Strich nach links. Und Kai zweimal. Okay. Und O einmal links, einmal rechts. Ja, das ist eigentlich, eigentlich ein bisschen lustig. Ja, das ist eigentlich so. Das versteht man auch. Ja, es gibt eigentlich nur solche Variante oder Möglichkeiten. Entweder nach links oder nach rechts, entweder oben oder unten, entweder. Ja, das ist eigentlich so. Ja. Okay, das ist eigentlich die Logik der Brahmi-Schrift. Okay. Okay, dann kommen wir zurück zu dieser Texte. Und jetzt wissen Sie vielleicht einigermaßen die Logik. Okay. Dann geht's weiter. Okay. Ja. Okay, und das erste Wort heißt Agnim. Okay, und oben dieser Punkt, das ist eigentlich M. Okay, und ich muss vielleicht nicht so viel, ich darf vielleicht nicht so viel, nicht zu viel sagen. Ja, es ist am Anfang nicht so nötig. Moment. Und dann zweites Wort heißt Ire. Und das erste, das ich mache. Vielleicht so. Das erste Zeichen, so, ja. Das erste Zeichen heißt langes I. Ja, Sie sehen, das ist ähnlich. Ja, langes I. Okay. Und das zweite Zeichen ist Re oder Re. Ja, die Aussprache ist ein bisschen schwieriger. Okay. Und Sie sehen oben, es gibt einen Strich. Ja, das ist sogenannte Vokalzeichen nach links für E. Okay. Und dann nochmal heißt Puro. Okay. Und Pu, das ist Pu. Okay. Und Pu besteht aus, das ist zuerst Pa. Okay. Hier, das ist auch ein bisschen ja, umständlich. Das auf zwei Seiten getrennt. Okay. Und der Pu, ich habe gerade schon erklärt, für Pu schreiben wir zuerst ein Basiszeichen mit A. Das ist Basiszeichen. Basiszeichen heißt Pa. Okay. Und dann schreiben wir unten ein Strich. Unten ein Strich. Das ist für U-Vokal. Deswegen, das sieht aus U-Vokal. Okay. Und dann, das ist eine da. Ja, das ist eine da. Sieht so aus. Ja. Okay. Und dann sieht ein bisschen kompliziert. Das ist eigentlich Hitam. Okay. Hitam. Und Hi sieht so aus. Das ist Ha. Ja. Das ist Ha. Und wenn wir Hi schreiben, dann schreiben wir zuerst eine H und dann oben mit einem Vokalzeichen I. Ja, das ist dieser Basiszeichen. Basiszeichen ist so. Ja, das ist Basiszeichen. Okay, und dann, das ist Vokalzeichen. Vokalzeichen I. Ja, deswegen, das ist Hi. Okay, und Tam. Ta ist hier. Das ist Ta. Okay, und das ist eigentlich Ta. Und oben ein Punkt, das ist dieser M. Das ist so. Ja, das ist eigentlich die Logik. Ja, wir brauchen eigentlich nicht bis Ende zu lesen. Ich möchte nur euch zeigen, wie funktioniert diese Schrift. Ja, das ist eigentlich so. Okay. Und jetzt lesen wir einfach den Text als Sprachwissenschaftler. Okay.
Dann benutzen wir einfach diese Texte mit Übersetzung. Okay. Und inhaltlich haben Sie vielleicht schon gesehen, das ist eigentlich sehr religiöser Inhalt und formelhaft. Ja. Das heißt, Agni rufe ich an als der Vorangesetzten und als Gott und als Rotha und der den besten Schatz verschafft. Ja, das ist eigentlich so. Okay. Und jetzt kommen wir zur einzelnen Wörter. Okay. Und Agnim ist Agni. Ja, das ist, wir haben gerade in Glasmann schon gesehen. Ja, das ist das Wort Agni. Agni. Okay. Bedeutet Feuer. Ja, das ist so. Okay. Okay. Agnim, das ist Feuer. Und das ist Akkusativ Singular. Ja, mit einer M Endung. Okay. Und Stamm heißt Agni. Ja. Ah, okay, vielleicht noch etwas, eine Kleinigkeit. Und warum haben wir hier rote Markierung? Ja, das ist eigentlich Akzent. Und dieser rote Striche unten oder über der Böte, sie sind eigentlich für Akzent. Sie markieren, sie bezeichnen die unterschiedlichen Akzente. Ja, das ist so. Okay, ja. Und die vedischen Texte sind normalerweise akzentuiert. Ja, wir haben hier. Deswegen, das ist Agnim. Agnim, ja, Nim. Okay. Und Ide, Pudoritam, ja. Aber manche Wörter tragen keine Akzente. Zum Beispiel Ide, das ist eigentlich Verb. Und die Verben im Hauptsatz tragen keine Akzente. Ja. Aber das ist momentan nicht so wichtig. Ja. Aber normalerweise die Wörter, die vedischen Wörter haben Akzent. Ja. Das ist Agnim und Ide, Pudoritam. Ja, Pudoritam, ja, das ist so. Und Ide bedeutet anrufen. Ja, rufe ich an. Und dann Pudoritam. Pudoritam, das ist eigentlich ein Terminus technicus, eine spezielle Terminus. Und wörtlich heißt vorangesetzte. Ja. Und voran ist Pudor. Und Hitam ist gesetzt. Ja. Und das ist wiederum, Hita ist Stamm und M ist Kasus Endun. Das ist für Akkusativ Singular. Okay. Deswegen, ich rufe Agnim, Feuergott, als Vorangesetzte. Das ist eigentlich so. Okay. Und da nochmal, Yajnasya Devam Ritvija. Okay. Und Sie haben schon gesehen, das ist wiederum M Akkusativ, deswegen Devam und Ritvijam, beide sind Attribut zu Agnim, der Feuergott. Und Devam ist Gott, heißt Gott. Und verwandt mit lateinisch Wort Deus und griechisch Wort Zeus, ja, Zeus. Okay. Und heißt ursprünglich Himmel. Ja, wir können später genauer anschauen. Okay. Und dann Yajnasya. Yajnasya bedeutet des Opfers. Ja. Des Opfers, deswegen, das ist eigentlich eine Genitiv Singular. Ja, Genitiv Singular. Okay. Deswegen der die Übersetzung heißt als Gott und als Litvijam. Okay. Und Litvijam bedeutet eigentlich Priester. Ja. Und Priester, was bedeutet Priester? Priester bedeutet, er opfert rechtzeitig oder nach der richtigen Zeit. Und Ritu ist Zeit oder Zeitpunkt, Zeitperiode, ja, Zeit.
Und natürlich hier, das ist richtige Zeit, nach der richtigen Zeit, nicht nach falscher Zeit. Ja. Okay. Und ich oder ija, das aus der Wurzel für Opfern. Okay. Das ist so. Ja. Und ich ist eigentlich verwandt mit Yajna. Okay. Und Yajna ist Opfer. Okay. Wir finden natürlich auch im Wörterbuch von Grassmann. Dann tippen wir Yajna. Okay. Und hier gibt es wie kann man sagen, Tipps oder Tricks für Transliteration oder Transcription. Yajna, aber ich habe ja, ich habe so geschrieben. Okay. Das Wort heißt Yajna. Das Wort heißt Yajna, aber ich habe großes J geschrieben. Okay. Warum? Das heißt, auf dieser Seite für Sonderzeichen gibt es eine Konvention für für Transkription. Und Sie finden die Konvention. Moment. Ja, hier. Unten schauen Sie. Transliteration Help. Ja, das ist die Konvention für Transcription oder Transliteration. Okay. Dieser große J ist eigentlich für Nie. Nie. Das ist eine Palata. Palata, Nasa. Nie. Okay, großes J. Okay. Und dann für andere ungefähr so. Ja. Heißt, wenn Sie die Online-Lexika benutzen, sollen Sie zuerst die Help und dann zur Transliteration Help anschauen. Ja, das ist eigentlich so. Okay, das ist das Yajna und Yajnasya, das ist des Opfers. Okay. Und dann nochmal, das ist wiederum mit einer M. Okay, das ist wiederum mit einer M. Deswegen die zwei Wörter sind auch Attribut zu Agni. Okay, und Agni heißt als Hotar. Okay, und Hotar bedeutet eigentlich auch Opfere. Ja, Opfere oder Priesteropfere. Ja, und dann Ratnada Tama. Ja, Ratnada Tama ist ein bisschen lang. Ja, bedeutet der den besten Schatz verschafft. Okay. Und wie kann man das analysieren? Das ist eigentlich ein Kompositum. Ja. Und aus Latna plus da. Und Latna bedeutet Schatz und da bedeutet verschaffen. Okay. Und Tama bedeutet Beste. Okay. Deswegen der beste Schatz verschafft. Ja, das ist ungefähr so. Ja, okay. Dann schauen wir vielleicht mal zusammen die einzelnen Wörter. Okay. Ich habe euch gerade erwähnt, das Wort Deva, Sanskrit Deva, ist eigentlich ein sehr wichtiges Wort in der Germanischen. Ist verwandt mit anderen Wörtern in Griechisch oder Latein und so weiter. Okay, dann schauen wir mal zusammen. Okay, und das Wort Deva, ich mache ein bisschen größer. Okay, und Deva bedeutet himmlisch und dann Gott. Okay, und wir haben auch Ableitungen, Daivyam, göttliche und so weiter. Okay, und Indogermanisch, schauen wir, Indogermanisch heißt Devo. Okay, Devo. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben eigentlich eine Lautentwicklung. Lautentwicklung haben wir eigentlich bei der ersten, ich habe vergessen, vierte oder fünfte, ja. Wir haben damals
schon erwähnt. Aber damals haben wir eigentlich nur die Konsonanten, die Entwicklung der Konsonanten besprochen. Und jetzt schauen wir mal zusammen etwas über die Vokale. Okay? Und Sanskrit heißt Deva. Das ist Sanskrit. Und dann Urindogermanisch haben wir ja, okay. Und Urindogermanisch haben wir Devo, ja. Okay, und was passiert hier? Das heißt, Sanskrit E, das bedeutet, Sanskrit E stammt eigentlich aus Urindogermanisch Eich. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit, aber ich brauche eigentlich die andere Möglichkeit nicht zu erwähnen hier. Ja. Das heißt, Sanskrit R stammt aus Urindogermanisch Eich. Ja, okay. Und dann nochmal, Urindogermanisch O wird zur A in Sanskrit, aber in bestimmten Kontext. Ja, wir haben, ich bin nicht sicher, ob ich diese Regel. Okay. Es gibt natürlich auch andere Ergebnisse, aber wir brauchen eigentlich jetzt nicht zu wissen. Ja. Und es gibt andere Fälle. Das nennen wir als Bruckmanns Gesetz für die anderen Fälle. Das heißt, manche O in der germanischen O wird zu langes A in Sanskrit und auch in iranischer Sprache. Aber momentan für uns ist nicht so relevant, nicht so wichtig. Und das heißt, O wird zu A in Deva-Wort. Ja, okay. Und dann kommen wir zur verwandte Wörter. Okay. Und wir haben in Altlatein ein Wort heißt Deivos. Das ist Altlatein. Und dann in klassischer Latein oder einfach Latein, da haben wir Divus oder Deus. Okay. Und Divus, was passiert hier? Das heißt ursprünglich, das ist eine Diphthong und dann zur Monophthong. Okay. Ei zu I. Okay. Und dann haben wir auch in Altirisch und dann Altnordisch und dann Litauisch Moment, Griechisch süß ist hier nicht erwähnt, aber ja, Griechisch süß oder Zeus ist damit auch verwandt. Ja, das ist so. Okay. Das ist, wie gesagt, ein urindogermanisches Wort. Das Wort, es gibt eine Einzelheit, eine interessante Einzelheit über dieses Wort. Das Wort bedeutet Gott in Sanskrit und auch in Altlatein, Divos, Deus, und auch in Altirisch, auch in Altnordisch und Litauisch und Griechisch. Zeus ist natürlich auch ein Gott. Okay. Aber das Wort in iranischen AAV steht für Alt-Avestisch. Ja. Das ist Alt-Avestisch, nämlich iranischen. Das heißt Bezeichnung der vorzarathustrischen Götter und dann in Jung-Avestisch. Das ist Dämon und Unhold Götze. Das ist eine sehr negative Bedeutung. Ja. Oder in Altpersisch, AP steht für Altpersisch. Das bedeutet falsche Gottheit, Götze und so weiter. Und in spätere iranische Sprache, das ist Neupersisch, das ist auch Dämon. Ja. Das ist eine, ja, wie kann man sagen, das ist eine
interessante Entwicklung, semantische Entwicklung. Indisch und iranische Sprache sind zwar sehr eng miteinander verbunden, aber manche Wörter sind zwar etymologisch verwandt, aber semantisch sehr unterschiedlich. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Deva in Sanskrit Gott, aber in iranischer Sprache Dämon. Okay, das ist. Okay, ja, das ist das erste Wort. Das ist das Wort Deva. Okay, ich denke, wir müssen vielleicht zum dritten Thema kommen, nämlich Ashoka-Inschrift. Ja, das ist diese Inschrift. Ich weiß nicht, ob dieses Bild, das ist vielleicht nicht so deutlich. Wir benutzen vielleicht diese Abschrift. Das ist vielleicht besser. Okay, und dann benutzen wir auch eine Schrift. Tabelle, Moment. Ja, okay, das ist, was ich gerade Screenshot gemacht. Ich mache es so. Ein bisschen größer. Okay. Das ist die Trans. Und hier, das ist eigentlich eine kurze Einleitung oder Erklärung. Und diese Säule, Moment. Ich mache das weg. Hier schauen wir zuerst ein paar Hintergrundinformationen. Okay. Das heißt, Ashoka-Inschriften, Sie können natürlich auch in Google oder ja, in Wikipedia anschauen. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache. Ashoka-Inscription, ja, Sie können vielleicht ganz allgemein ein bisschen lesen auf dieser Seite. Okay, wir schauen mal zusammen ein Buch, das ist von. Okay. Ja, das ist von Harry Falk. Er war früher Professor an der Freier Universität Berlin, Professor für Indologie. Und er ist eigentlich ein Spezialist für indische Inschriften. Okay, und er hat ein Buch in 2000, ich denke in 2012, oder? Ich habe vergessen, Moment. War 2006, ja, dieses Buch ist 2006. Okay, und das Buch heißt Ashoka, Sites and Artifacts. Das heißt, in diesem Buch hat er, ich denke, alle, ja, alle Ashoka-Inschriften nochmal bearbeitet mit Fotografie oder mit Bildern, wie kann man sagen, Texte, Erklärung und so weiter. Ja. Es gibt eigentlich sehr viele Ashoka-Inschriften. Und hauptsächlich zwei Arten. Eine heißt Rock Edits und zweite heißt Pillar. Das heißt, eine auf Stein. Sie sind natürlich alle auf Stein, aber eine auf, ich zeige euch. Ja, das ist quasi so, ja, auf große Stein. Und dann andere Art auf Säule. Das sieht so aus. Okay, ja. Und hier haben wir ein Bild. Das ist verschwunden. Ja, das ist eigentlich eine Karte der Verteilung. Location of the Rock Edits und Location of the Minor Pillar Edits. Ich mache vielleicht ein bisschen größer. Ja.
Das heißt so. Ja, die Ashoka-Inschriften sind eigentlich ich denke, der früheste Zeuge der indischen Schrift überhaupt als eine physikalische Materie, konkrete Zeuge der indischen Sprache und der Schrift. Okay. Und es ist eigentlich in ganz Indien verbreitet und auch in Pakistan. Ja. Weil damals, das ist alle unter der Herrschaft von Ashoka. Okay. Und Nordindien und Nordwesten Indien und Nordindien, Ost und so weiter. Okay. Und was wir lesen heute ist von Lumbini. Okay. Das heißt Lumbini Pillar Inscription. Okay. Warum Lumbini? Lumbini ist eigentlich ein sehr wichtiger Ort. Das ist sogenannte Geburtsort von Buddha. Lumbini. Moment. Ja, ich mache ein bisschen kleiner. Ja. Okay. Das heißt, Lumbini ist der Buddhist Pilgrimage Site in der Rupandehi District. Jetzt in Nepal. Okay. And according to the Buddhist tradition, his mother, Mahamaya, gave birth to Siddhanta Gautama. Und Siddhartha Gautama ist natürlich Buddha. Okay. Das ist ungefähr 6. Jahrhundert vor Christus. Okay. Und so weiter. Ja, Lumbini. Und das ist das Bild heute. Und jetzt eigentlich in Nepal. Ja, das ist so. Okay. Und das ist unsere Inschrift, Text. Okay. Und dann, das ist Transliteration oder Transcription. Und unten haben wir Englisch Übersetzung. Okay. Ich habe eigentlich diese Information aus dem Buch von Richard Salomon kopiert. Ja. Und auch diese Abschrift. Ja. Das heißt, wenn Sie allgemein für, ich mache ein bisschen Notiz, das heißt, wenn Sie, Moment, das heißt, wenn Sie Interesse für indische Epigraphie haben, dann können Sie dieses Buch von Richard Salomon benutzen. Okay. Ja, Moment. Ja, das ist sein Name, Richard Salomon. Er ist Professor an der Universität Washington oder Washington University in Seattle. Ja, okay, das ist so. Ja. Und wir haben hier auch eine Karte. Ja, das ist eine Karte. Und hier haben wir eine kurze Einleitung zu dieser Inschrift. Ja, das ist so. Okay. Ich mache ein bisschen größer. Geht leider nicht. Ja. Okay. Das ist ein bisschen klein, aber ich denke, wir können trotzdem ein bisschen lesen. Ja, okay. Wie gesagt, wir schauen mal zuerst die Schrift und dann schauen wir den Text. Okay. Das ist originale Bild und dann benutzen wir, wie gesagt, die Abschrift. Okay. Und von hier an, von links nach rechts, von links nach rechts. Okay. Und das erste Zeichen. Okay, und das erste Zeichen heißt D. Das ist, ich mache ein bisschen. Ja, das erste Zeichen ist hier. Das ist das erste Zeichen. Und das ist D. Okay. Und wie schreibt man D? Zuerst Basiszeichen. Basiszeichen ist da. Und dann benutzen wir eine Markierung für Vokal, für Vokal E nach links, ja, das ist D, okay. Und dann zweite Zeichen, das ist Wa,
langes A. Das ist wahr. Okay. Und wie schreibt man wahr? Ich muss nach oben ein bisschen ziehen. Okay. Und dann, wie schreibt man wahr? Das ist Basiszeichen. Wahr. Okay. Und dann, das ist eine Markierung für langes A nach rechts. Okay. Und dann, dritter Zeichen, das ist Na. Kurzes Na. Das ist schon Basiszeichen. Deswegen, das ist gleich. Na. Okay. Und dann viertes Zeichen, das ist Pi. Ja. Pi. Okay. Und wie schreibt man Pi? Zuerst Basiszeichen, das ist so. Pa. Und dann schreiben wir I-Vokal-Zeichen. I-Vokal-Zeichen, das ist rechts oben. Das ist so. Das ist eine Pi. Okay. Und dann. Das ist je. Und je, wiederum Basiszeichen ja, das ist Basiszeichen ja, und dann mit einer Vokalzeichen nach rechts, nach links, Entschuldigung, links, das ist je. Okay, je. Und dann wiederum na, Basiszeichen. Okay. Und ja, geht's weiter. Das ist wiederum ein P, das ist wiederum, das ist eine ja, okay, Basiszeichen und so weiter. Ja, das ist eigentlich die Logik gleich. Gleich wie was wir gelesen haben. Okay. Und ich mache dies weg und dann schauen wir mal zusammen. Der Text. Okay. Der Text heißt, ich lese wiederum und dann schauen wir mal zusammen. Ja, ich möchte wirklich ein bisschen groß, ich mache ein bisschen größer. Mache ein bisschen größer. Okay. Ah, das ist sehr komisch. Okay, jetzt ein bisschen größer. Okay. Das heißt, Devana Piena Piadasina Dajina Vasati Vasabi Sitena Atana Agacha Mahi Ite Hira Bude Jate Sakyamuni Ti. Okay, einfach die zwei erste zwei Teile. Okay, Englisch heißt: The king bluffed of the god of loving regard when he had been anointed 20 years and came in person and worshipped because the Buddha Shakyamuni was born here. Okay, und die Sprache der Ashoka-Inschrift ist eigentlich sogenannte Mitte-Indisch, nämlich Middle-Indo-Aryan. Ja, das ist die Sprache von Rigveda. Ja, und das ist die Sprache von Ashoka. Sorry, Ashoka Inschrift. Okay, und das nennen wir auf Deutsch Mitte-Indisch. Ja, das ist so, Mittelindisch oder Middle Indo-Aryan, ja, das ist so. Und bei Mittelindisch handelt es eigentlich nicht unbedingt um eine spätere Stufe. Das heißt, das ist eigentlich nur eine andere Kategorie der indischen Sprache. Und die beiden Sprachen können das heißt, in einer bestimmten Zeitperiode zusammen existieren, zusammen in einem gleichen Zeitraum zusammen existiert haben. Und Middle verglichen mit Old, das bedeutet, bei Mitte in Deutsch haben wir doch eine Sonderentwicklung. Ja, wir schauen mal gleich. Ja. Es gibt eigentlich bezüglich der Phonologie und auch Morphologie Sondenentwicklung im Mittelindisch. Aber Mittelindisch muss nicht später als Altindisch sein. Ja. Das ist ein bisschen anders als Old High German und Middle High German. Oder Alt-Englisch und Mittelenglisch. Das ist anders.
okay. Okay, dann schauen wir mal zusammen. Devanapi, ja, die Übersetzung habe ich schon gelesen und jetzt die einzelnen Wörter. Okay. Und Devanapiena. Devanapiena bedeutet beloved of the gods. Und das ist eigentlich so ursprünglich in Sanskrit oder in Vedisch, im vedischen Sanskrit. Ja. Das heißt eigentlich, okay, das ist klassisches Sanskrit. Das ist Sanskrit. Und dann, das ist Mittelenglisch. Mittelenglisch. Okay. Und dann, was passiert hier? Okay. Das heißt, wir haben ursprünglich eine Devanam. Das ist Genitiv. Das ist Genitiv Plura. Okay. Of the gods, in der Genitiv Plura. Okay. Und dann, das ist beloved. Ja, beloved. Das ist Instrumentar Singular. Instrumentar Singular. Und das ist sogenannte Middle-Indo-Aryan oder Mitte-Indisch. Schreibe so Mitte-Indisch. Und das ist Sanskrit. Okay. Und was passiert? Lautentwicklung ist, am wird zu a. Und dann zweiter, pri wird zu pi. Das ist die Lautentwicklung. Okay. Okay. Und dann dieser ng zu n, das ist auch eine natürlich. Okay. Und dann Pia Dasina. Pia Dasina bedeutet of loving regard. Okay. Pia Dasina. Okay. Das ist wiederum Mittelindisch. Und da, was ist Sanskrit? Sanskrit heißt Priya Darshina. Okay. Ja, das ist so. Okay. Und da, was passiert? Wiederum, ursprünglich, das ist Prö. Ja. Und ihr Mittelindisch, das ist Pi. Prö. Okay. Und jetzt, das ist Öschi. Öschi. Und dann ihr Mittelindisch, das ist einfach sie, ja. Ja, deswegen, Sie haben schon gesehen, das ist eigentlich ein bisschen vereinfacht, ja. Okay, und Priya Darshin und Priya, das ist wiederum beloved, ja, oder loving, ja, das ist beloving. Und dann Darshina, das heißt regard oder ansehen, oder das ist, ja, Regard, das ist Blick, okay. Schön zu sehen und so weiter. Das ist so. Okay. Und dann Lagina heißt The King und so weiter. Ja, das ist eigentlich, Sie brauchen natürlich die Texte, die einzelnen Wörter aus Wendisch zu lernen. Sie bekommen jetzt nur einen Eindruck. Das heißt die Entwicklung der indischen Sprache. Okay. Und dann natürlich auch die Schrift, ja. Okay, ja. Ich denke, das ist genug für heute. Und wie gesagt, nächste Woche ist für Indo-Iranisch. Und wir werden avestisch. Ich zeige euch, das ist ein avestischer. Moment. Ja. Okay, das ist eigentlich eine avestische Handschrift. Ja, sieht so aus. Okay. Das ist wiederum eine andere Schrift. Ja, und für nächste Woche werden wir zusammen diese Schrift ein bisschen analysieren und erklären und auch der Texte. Ja, das ist aus der Jasna.
Okay. Y steht für Jasna. Okay. Und da Art Persisch, das ist wiederum anders. Das ist mit Old Persian Cuneiform. Ja, okay. Das ist Art Persisch. Ja, sieht so aus. Ja. Das ist eigentlich quasi wie Cuneiform. Ja. Aber das ist keine echte Cuneiform oder keine echte Keilschrift. Aber warum? Wir werden nächstes Mal genauer, nächste Woche genauer besprechen. Okay. Und nächste Woche ist, wie gesagt, die letzte Sitzung dieses Kurses. Okay. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche. Okay. Tschüss. Ja, tschüss, Wiedersehen.